Wein, Lupold. So fragt bei der Bewirtung, ob sie Wein oder Bier trinken möchten. Na, wie ich sehe, kommen doch dort unsere Gäste. Ah, seid gegrüßt, meine Freunde von Brandenstein. Seid gegrüßt, herzlich willkommen. Willkommen. Hab Dank für diesen freudigen Empfang. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Reise bis hierhin. Nun, kein Bevormundnis. Das ist schön. Keine Räuber ist immer eine gute Nachricht. So viel brachtet ihr denn mit? Drei Mannen und eine Frau? Oh, eine Frau! Eine Frau aus euren Landen. Schön zu sehen. So, werte Dame, so, wie ist denn euer Name? Nun, lass mich kurz schauen. Ein wenig stumm, weil sie wahrscheinlich neu ist auf dieser Welt. Was denn dieser Markt schon wieder? Dieser Markt schon wieder. So geht es unseren Frauen auch oft. Wenn jeder, der hier ankommt, braucht ein paar Tage, um sich dem Klima anzupassen. Ja, ja, ihr wisst ja, wie die Überreise teilweise auf diese Insel ist. Oh, ja, wie oh, auch ja. ihr gelitten habt oder eure Schwester und eure Frau. Das braucht immer ein paar Tage. Aber es ist schön, dass ihr gekommen seid, Jan. Und auch euch erkenne ich. Ihr wart ihr nicht das letzte Mal derjenige, der dieses schöne Liedchen angestimmt hat? Nun, meine Leute haben anscheinend noch ein wenig Probleme. Das ist kein Problem, ist schon okay. Wenn sie mich denn alle auch hier verstehen können, ist das auch gut. Tal joined. Ah, Mark, da seid ihr ja wieder. Borg, du kannst ruhig in dem Channel reden hier. Dafür ist der TS gemacht. Wenn du die Überschrift siehst, dann siehst du RP fucking Ingame Boys. Ja. Buggy Gedöns. Aber Mark ist nicht in diesem Channel. Und deswegen habe ich auch das Mikrofon ausgemacht. So, eigentlich hätte es mich nicht hören Steht dürfen. Denn Mark da? Der muss Chefi ihn mal Mark Cyanide Error. Schon geschehen. Nun, Varosch, hört ihr uns wieder? Natürlich. Einmal. Ich höre euch die ganze Zeit. Sehr schön, ja. Ach, ihr hört ihr uns hört? Und wollt uns nicht antworten? Ja, meine Zunge war etwas verknotet. Ja. So wart ihr es doch, der letztes Mal dieses schöne Liedchen anstimmte. Oder? Ja, das war ich. Ja. So habt ihr wohl an einem neuen Lied geübt, das hier verknotet war. So könnte man es nennen. Vielleicht könnt ihr uns ja später einmal an diesem neuen Kunstwerk teilhaben lassen. Ah, es ist leider noch nicht ganz fertig. Nun gut, ich will nichts übereilen. Gut Ding will Weile haben. So nehmt gut. doch Platz, liebe Gäste. Schön, dass ihr gekommen seid. Wir freuen uns nun auf das Fest, das jetzt folgt. Auch ihr dürft und Platz auf die Bekanntgabe. Lupold, Wilhelm, Anna. Liebe Born, nehmt doch bitte aus Höflichkeit eure Werkzeuge ab. Ja, wir wollten diesen feierlichen Anlass auch gleichzeitig nutzen, um unseren neuen Marktplatz ein wenig einzuweihen, wie ihr seht. Er ist in der schönen Entstehungsphase und alle haben fleißig gebaut. Auch unser erstes prachtvolles Gebäude wurde fertiggestellt. So möchten wir all dies ein wenig gemeinsam feiern. Nun wahrlich ein schöner Platz und ein schönes neues Gebäude. Dazu auch noch sehr hoch.
Ich sehe, es fehlen ein paar Recken hier. Ach, sie werden sich schon einfinden, spätestens wenn das Gelächter und das Getränke losgeht. Nun gut. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Ja, so habt ihr denn über unseren Vorschlag nachgedacht, den wir euch gegeben haben? Nun, über diesen Vorschlag dachten wir nach. Und mit Freude verkünden wir, dass wir auf diesen Vorschlag eingehen und diesen akzeptieren. Das hört sich sehr, sehr gut an. Da werden wir unser beider Gemeinden sehr von profitieren. Freut mich sehr. Also so wollt ihr dann unter den Augen der Götter mir die Treue schwören, auf dass unsere Gemeinden sich gegenseitig mit Rohstoffen unterstützen, als auch bei dem Ruf zu den Waffen? Nun, die Gemeinde Brandenstein schwört der Gemeinde Nagash die Treue, die Lehnsherrschaft. Nun gut, so, tretet bitte einmal vor, Jan. Und kommt zu mir. So, So überreiche ich euch diesen Armreif. Der Armreif ist Ausdruck der Loyalität zu mir, eurem Lord. Jeder Eid, der auf diesen Reif geschworen wird, muss geehrt und gehalten werden. Versteht ihr dies und schwört ihr darauf? Ich schwöre auf diesen Eid ewige Treue. So ist es denn besiegelt. Heißt unsere neuen Freunde willkommen und lasst uns feiern. Willkommen. Da ihr nun Mitglieder der Gemeinschaft seid, steht es natürlich frei, an unseren regelmäßigen Versammlungen teilzunehmen, als auch diejenigen, die Interesse von euch daran haben, sich im Kampfe weiterzubilden, sind herzlich dazu eingeladen, an unseren Übungskämpfen teilzunehmen. Und wie versprochen, werdet ihr natürlich auch Zugang zu unserer Bibliothek erhalten. Ab Dank. Zum Feste haben wir ein Gericht vorbereitet und etwas zu trinken. So fange ich bei Varosh an und übergebe euch etwas Gutes zu essen zum Besiegeln dieses tollen Veranlasses. Jetzt setzt euch, Lupold. Ja, genau. Lasst uns rauchen, saufen und Frauen missbrauchen. Ich meine natürlich nur saufen. Feiern. Ach, unser Lupold schlägt immer ein wenig über die Stränge. Naja. Naja. Nun gut, dann werde ich auch einmal Platz an eurer Seite nehmen. Lupold, Erik, ich denke, ihr seid schon damit beschäftigt, unsere Getränke auszuschenken. Ja, natürlich. Schenken. Und das feine Essen. So berichtet bitte, wenn Lupold zu euch kommt, ob ihr lieber Bier oder lieber Wein haben möchtet. Beides.